Bist du soweit? Mhm. So, zu Get Back. Eigentlich relativ locker. Immer Schlag auf die Seite. Entweder nur mit dem Handball oder mit dem Pick. Das heißt, mal in absoluter Slow Motion einfach nur der Handball. Oder Handball mit Pick. Bedeutet, ich schlag mit dem Schlag auf die Seiten oben kurz an. Da klingt es noch ein bisschen eindringlicher. Soundunterschied. Macht einfach nur Chuck Chuck. Und so habe ich halt hier noch den Beat mit dabei. Der Zeigefinger presst auf die zwei Bünde auf der D- und der G-Seite und dann hat man im Prinzip einfach den Beat auf die 1 auf die Seiten, auf die und hochgezogen. Das dann immer schön kurz. Das Pick zieht also beim Upstroke immer auf der G-Seite. Ob man die A-Seite trifft oder nicht, ist relativ egal. Das Ganze gibt es dann in dem Song noch auf der D-Seite. Da wechselt der Zeigefinger 1 runter auf die G-Seite. Der Mittel- oder der Ringfinger gehen mit. Und man zieht im Prinzip den gleichen Spaß wieder durch. Abschlag. So zieht man das dann komplett durch. Dritter Akkord, der vorkommt, D-Sus-4. Einfach komplett greifen, wie wir ihn gelernt haben, mit dem kleinen Finger oben am dritten Bund auf der E-Seite. Und der ist eigentlich relativ locker an sich. Ein Schlag auf eine Viertelnote. Auflösen zu D-Dur. Blöd nur, der kommt direkt in den Takt. Das heißt, ich habe 1 und 2 und 3 und 4. Und nochmal langsam. 1 und 2 und 3 und 4. Also die Drehung aus dem Upstroke auf den Downstroke in der kompletten Runde.